Jo und herzlich willkommen zur 27. Folge des December Daily Free. Ja, der viertletzte Tag. Es ist fast vorbei. Genau. Und ja, wir starten wieder mit einer Fälschen Case. Davon haben wir noch drei Stück. Und ja, es ist immer noch die beste Case gewesen. Also, wir haben zwar jetzt insgesamt gar nicht mal so viel Bullshit gezogen, weil es ja verhältnismäßig doch relativ wenig Cases waren. Auch wenn es jetzt über einen ganzen Monat verteilt war. Aber hieraus auf jeden Fall den wenigsten Bullshit, wenn man das so sagen kann. Genau. Ja, dann wird es hier noch mal Zeit für einen Glanzsticker. Der ist auf jeden Fall. Wow, okay, sorry. Ja. Wir haben den Eye-Kanker-Aufkleber bekommen. Ja, das war jetzt ein bisschen fail. Egal. Wir machen weiter mit der Case. Ja, der Glanzsticker hätte schon werden können, aber ne, wird es natürlich leider nicht. Es ist trotzdem krass, wir haben erst einen Glanzsticker und Holo war jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Ist echt krass, wie selten die sind. So, jetzt haben wir von jeder Kiste noch zwei Schlüssel, jetzt ist die Auswahl echt schwer. Also von jeder Kiste, die wir noch haben. Ich würde eigentlich nochmal Fälschen nehmen, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Deswegen nehme ich mal wieder Phoenix, weil da kam bisher nur Bullshit. Ich glaube, ich habe aus Phoenix noch nie was Besseres als die Trigon gezogen. Also wirklich, das ist mit Abstand meine schlechteste Case, denke ich. Und natürlich wird es die Heaven Guard, um das Ganze nochmal ausdrücklich zu bestätigen. Dankeschön, Spiel, Dankeschön. Ich wusste nicht, dass das meine schlechteste Case ist. Oh Mann, die sah auch noch richtig Battlescarred aus. Was? Einsatz erprobt? Puh, okay. Alles klar. Das ist Einsatz erprobt. Und die ist Minimal. Naja. Wer es noch nicht gesehen hat, Trader-Video. Gut, jetzt habt ihr schon gesehen, was das Beste ist, was wir bekommen aus dem Trader-Video. Aber trotzdem könnt ihr euch noch geben, wer das noch nicht getan hat. War ganz lustig. Wird halt wiederkommen, wenn ich wieder entsprechend viele Skins angesammelt habe. Vor allem Pinks halt, aber auch Blues und Purples und so. Und vielleicht auch mal ein paar Stat-Tracks, die nicht ganz so viel wert sind, die man dann noch trade-upen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Naja. Egal, auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, euch beiden. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.